Bücherregal. Das wohl aufwendigste Haus überhaupt wäre das. Aber egal, jetzt kommen wir eben noch... Ach, mach's jetzt. Herrchen kommt gleich wieder. Er schlachtet nur noch ein paar Zuckerrohre. Ach, hier ist er. Alles sollte auch nicht weg. So, weg mit dem Unkraut. Nicht so, so viel weg. So. Bam. Bam, 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 bam. Och. Kommt gar nicht so schnell hinterher, so schnell die Dinger wachsen. Nein, nicht absaufen. Aber wie gesagt, also wir könnten uns theoretisch wahrscheinlich wirklich ein Haus aus Bücherregalen bauen. Das könnte allerdings halt ein bisschen dauern. Da weiß ich nicht, ob ihr da so Bock drauf habt, darauf zu warten, bis wir hier geerntet haben, wie die Bekloppten, und Holz gehackt. Muss dann ja auch noch werden, ohne Ende. Hier fehlt aber was, sag ich doch. Da sollte es nicht weg eigentlich. So. Das haben wir. Das haben wir auch. Ich glaube, wenn ich jetzt... jetzt dauernd nachguckt, was schon wieder gewachsen ist, dann laufe ich ja im Kreis und kann von vorne anfangen. Du kannst dem Zeug beim Wachsen zugucken. Also das ist wirklich, das ist krass beim Wachsen zugucken. Aber wir gehen jetzt erstmal pennen. Was wir alleine jetzt gesammelt haben, wahrscheinlich schon pervers. 3 Stacks. Einmal durchgehen. 3 verdammte Stacks. Muss man sich mal vorstellen. So, jetzt gehen wir erstmal pennen. Ach ja, herrlich. Köter, mach Sitz. So, und jetzt, es wächst schon wieder. Jetzt. Was machen wir jetzt? Könnten eine zweite Hütte fertigen. Axt brauche ich mal eben. Und eine neue. Ist so gut wie weg. Diamantspitzhacke muss ich jetzt nicht mitnehmen. Dann machen wir uns mal noch eben ein... eine Axt oder zwei besser gesagt. Und dann läuft das. Eine reicht. Warum wollte ich jetzt zwei Äxte? Egal. Dafür machen wir uns noch eine Spitzhacke. So.
jetzt stimmt das. Nämlich da oben musste ich gerade halt für diese Plantage hier musste ich ein bisschen Erde abtragen. Und jetzt stehen die hier auf so komischen Erdstümpfen. Und das geht mal gar nicht, finde ich. Deswegen holzen wir sie ganz ab, weil Holz brauchen wir immer. So. Kann der auch weg. Hier heulte gerade ein Hund, Wolf oder was auch immer. Oh, wie ich diese Bäume hasse. Vor unserem Haus. Das ist auch interessant. Interessant ist nicht schön. Aber ich habe mir ja zum Glück eine schöne Holztür gecraftet. Da bin ich sicher. Jetzt auch gerade keine Knochen zum Zähmen da. Jetzt hätte ich ihn mir ja in eine Bude gestellt, den Goethe. Aber nee. Kann ja nie angehen. So. Schüpp. Schüpp, schüpp. Klopp. Klopp und Schüpp. Meine besten Freunde. Ja. Es ist auch in naher Zukunft ein Let's Play Together geplant. Mit wem möchte ich noch nicht verraten. Aber die Anfragen, also es brauchen jetzt, es kamen jetzt schon mehrere Anfragen, ob ich Lust auf ein Let's Play Together hätte. Minecraft oder irgendwas anderes. Also wie gesagt, das ist jetzt schon verplant erstmal. Außerdem, viele von euch kenne ich noch nicht mal, haben nicht ein Video hochgeladen und ich sag mal so, es ist etwas riskant, mit jemandem Let's Play Together anzufangen, von dem man noch nie gehört hat, von dem man noch nicht mal irgendwas gesehen hat. Ich würde mir da, glaube ich, doch ziemlich doof vorkommen, wenn dann da einer sagt, ach nee, ich habe doch keine Lust mehr. Macht nichts. Musst du denen halt sagen, die das geguckt haben. Und nachher habe ich da einen mit so einer George Michael Gedächtnis oder Heinche Gedächtnisstimme. Ja, Heinche passt besser. Mama, du brauchst doch nicht um deinen Jungen weinen. Ich sollte das definitiv lassen. Definitiv. Mann, ich mache mich wie im normalen Leben, mache ich mich hier zum Depp. Da mache ich es freiwillig. Hier mache ich es, weil ich nicht weiß, was ich erzählen soll. Bäm, auf die Fresse. Keiner braucht gelbe Blumen. Ich will rote. Rote Blumen sind awesome. Da sind rote Blumen, deswegen renne ich da jetzt hin. Wir graben also hier haben super Färbemittel. Gelb mag ich nicht, deswegen nehme ich die roten Blumen. So, so. Mann, das ist, wird jetzt aber gefühlvoll hier mit der Musik. Dazu mein engelsgleicher Gesang. Nicht. Komm mal her. Komm mal her. Bam. Mit der Axt. Mit der Axt in den Kopf. Was ist das denn da für ein Berg? Sah mir jetzt gar nicht so uninteressant aus. Was haben wir denn da für einen Berg? Es sah mir gar nicht so uninteressant aus. Nach vorne guck. Ja, nee, wer kennt's nicht hier? Fliegende Plateaus mitten in der Landschaft, doch.
habe ich zuhauf in meiner Gegend. Ich hover immer auf dem Weg zum Einkaufen. Da hover ich durch die Gegend zum Hoverboard aus Zurück in die Zukunft. Oh, das wäre awesome. Ich warte, seitdem ich Zurück in die Zukunft gesehen habe, und ich weiß nicht, wie alt ich da war. 5, 6, ich habe keine Ahnung. Seitdem warte ich auf verdammte Hoverboards. Aber nein, werden nicht erfunden, die Dinger. Wir können ins All fliegen. Wir haben Zahnpasta mit Mikrogranulaten auf Mäusekotbasis, die den Zahnschmelz nicht angreifen. Aber wir können kein verdammtes Hoverboard erfinden. Das ist nie wahr. So. Ein Ei. Nehmen wir mit. Mann, ich habe hier das doch ein bisschen wuchern lassen. Was ist das hier? Blub. Oh, nix doch. Könnte ich mir einen Jacuzzi draus zimmern? Wie lange waren wir jetzt weg? Wir waren nicht lange weg. Wir waren definitiv nicht lange weg. Und schon haben wir da wieder so eine ganze Hanfplantage stehen. Zuckerrohr. Das ist natürlich Zuckerrohr. Mein Fehler. So. Finde ich sowieso geil. Also, in der Beta 1.5 soll ja Schnee und Regen kommen. Und wir wohnen hier direkt auf so einem Übergang. Das heißt, hier regnet es, da schneit es. Das können wir uns nochmal anschauen, wenn es soweit ist. Ah, kennt jemand noch die Cliff-Werbung? Mit dem Cliff-Diver? Ah ja, genau so nicht. So. Schwimmen wir rüber. Und dann glaube ich, mache ich für heute auch Schluss. Schneid das wieder in appetitliche Häppchen. Und lad das dann halt wieder in normalen 15 Minuten Parts hoch. Vorher säbel ich hier aber nochmal durch. So. Steht ein Schaf in meiner Plantage. Bringt mich dazu, dass ich hier alles wegholze aus Versehen. So, auf geht's. Das machen wir noch eben. So, ich bin immer noch für Ideen. Wenn ihr welche habt, ab in die Kommentare damit. Das mit dem Baumhaus, das überlege ich mir noch. Da können wir hier vielleicht was richten. Müssen wir mal ausprobieren. Ob das so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Baumhäuser sind halt ein bisschen tricky, finde ich, weil ja auch die Bäume unterschiedlich hoch sind. Aber vielleicht machen wir dann da so mehrere Etagen mit Aufgang, mit Treppe und so. Könnte klappen. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt wird auch dunkel. Ist wie gerufen eigentlich. So, jetzt sind wir hier auch durch. So sieht das richtig schick aus, oder? Ach, hier wollte ich gar nicht gucken. Und das waren mal wieder eben 4 Stacks, die wir da abgeholzt haben. Ich finde das jetzt gerade mit dem Bücherregalhaus eigentlich eine richtig geile Idee. Bei dem, was wir hier abernten. Warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, da brauchen wir noch viel, viel mehr. Aber wir holen uns immer mal wieder was. Da ist immer noch. Ich habe hier auch noch ein Stack. Ist nicht wahr. So, du kommst da drauf. Ja, du kommst dann auch noch da rein. Wo wir gerade dabei sind. Räumen wir mal hier wieder aus. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt heute. Und wir legen uns dann mal pennen. Gute Nacht.